Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2015. Ich muss gestehen, ich hatte eigentlich schon mal eine Aufnahme angefangen für die hier jetzt. Ach guck mal, hier bewegen sie sich gerade die Stumpen da unten. Aber es gab da ein paar Probleme und zwar wollte ich oder werde ich heute in der Ausgabe mit den Kühen anfangen, also oder mit den Schafen, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wahrscheinlich hol ich mir von beiden was. Wir haben jetzt hier die Volksholm-Map, das heißt, wir haben hier die Kühe und die Schafe direkt am Hof mit allem drum und dran. Und wir fangen natürlich so an, wie wir es uns leisten können. Und zwar füttern wir die Kühe und die Schafe mit Gras. Dazu brauchen wir ein Mähwerk. Jetzt habe ich mir einen Wolf gesucht ohne Ende und unter Mähwerk erscheinen nur diese Sachen. Also für Traktoren. Ja. So, jetzt ist natürlich das Problem, okay, dann brauche ich hier ein Mähwerk, dann brauche ich ein Zetter, dann brauche ich was weiß ich und. Das sind alles Gelder, die man so jetzt gerade mit dem Kontostand hier noch nicht hat. Deswegen war ich gezwungen, auf modhoster.de wieder zu gehen und mir einen Mod runterzuladen, denn Mähwerk, Astragon oder Giant Software, je nachdem wie man es sehen will, hat den Amazone Profi Hopper nicht mehr drin. Somit musste ich jetzt den mit via Modhoster hier ins Leben holen sozusagen, und hier ist er. Also man sieht auch explizit an der Rundumleuchte, dass das kein Original ist und dass vor allem halt auch dieser Profi-Hopper auch nicht existiert, ja. Wenn man sich die Blinkleuchte anschaut bei den restlichen, mal gucken, weil ich habe ja schnelleren Verkehr, das ist ja auch eine Datei, die man auf Modhoster runterladen kann. An der Blinklampe sieht man es, und mal kurz gucken, geht's Licht? Licht geht ganz normal. Wir haben hier Blinker. Genau, das haben sie. Und das Schneidewerk vorne, ist auch breiter jetzt. Also, wenn ihr mit Kühen und Schafen anfangen wollt und wollt den gleichen Weg gehen wie damals beim LS13, dann müsst ihr auf Modhoster gehen und müsst dort euch den Profi-Hopper runterladen, weil es den so, ja, also es gibt ihn nicht mehr. Ja, es gibt ihn einfach nicht mehr im LS15. Ich weiß zwar nicht warum, also ich meine, man hat so viele neue Gerätschaften da drin, da verstehe ich nicht, warum er ausgerechnet den jetzt rausgelassen hat. Keine Ahnung. Aber es ist nun mal so, aber auf Modhoster, so rum, Herrgott, ist immer wieder Verlass, und somit haben wir hier wieder einen Profi-Hopper, der hoffentlich funktioniert. Ich habe ihn noch nicht getestet. An der Stelle dann einen kleinen Ausblick auf Mittwoch. Am Mittwoch wird nicht so wie letzte Woche wieder eine LS15 Let's Play Folge erscheinen. Allerdings wird es, ja, muss ich auch jetzt schon mal sagen, wird es wahrscheinlich nicht reichen, wo ist denn mein Mähdrescher? Ach da. Wird es wahrscheinlich nicht dafür reichen, ein Tutorial oder sowas rauszubringen. Ich wollte eigentlich ursprünglich ein Tutorial bringen, in Bezug auf, na sag mir's, Fütterung, also wie stelle ich Silage her und so weiter und so fort. Die Folge, also dieses Tutorial hatte ich am Wochenende schon mal angefangen gehabt. Ach Gott, dieser saudumme Hänger. Die Folge hatte ich am Wochenende schon mal angefangen gehabt. Allerdings ist mir aus irgendwelchen Gründen, ich weiß es nicht warum, ist mir die Folge gecrashed. Also beim Rendern hat mir irgendwie die komplette Aufnahme zerschossen. Also es hat nichts mehr gepasst. Vor allem hatte ich dann auch zum Beispiel diese schönen Farben hier. Grüner Hänger zum Beispiel war dann lila oder sowas. Also war alles sehr schön. Und jetzt kann ich die Aufnahmen, die ich hatte, nicht mehr benutzen. Die gehen einfach nicht mehr. Also da ist dann, es ist irgendwie kein Ton. Ja, also scheinbar hatte am Wochenende mein PC wieder die Tage gehabt. Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall ist es jetzt weg. Ob ich jetzt, ja, gerade weil ich momentan nicht viel Zeit habe, ob ich da jetzt, ob ich da jetzt die Zeit finde, dieses Tutorial bis Mittwoch nochmal aufzunehmen und nochmal zu machen, weil es ist ja schon eine gewisse Vorbereitungszeit, ja. Ich muss auf eine andere Karte geben, als wo hier ich, als ich hier bin. Muss ich mit dem Geldcheat, gut, ist natürlich gleich erledigt, mir entsprechend das Geld aufs Konto buchen, damit ich die ganzen Gerätschaften kaufen kann, um dann wirklich explizit von Anfang an zu zeigen, was braucht man, wie fängt man am besten an und so weiter. Dann muss es ja in verschiedene Kategorien gemacht werden, dann muss ich ja ein Feld bewirtschaften, damit ich auch zeigen kann, wie das dann aussieht, wenn ich jetzt Weizen niedergemacht habe auf meinem Feld und es dann aufsammeln möchte. Ist alles nicht so einfach. Wie gesagt, also wenn ich weiß nicht, ob mir die Zeit reicht. Ja, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Eventuell kommt ein kleines Tutorial. Mal schauen, also damit im Prinzip trotz all dem, ja, was kommt. So, jetzt werden wir hier erstmal main. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Also main tut auf jeden Fall und hinten füllt sich's auch. Das ist auch gut. Machen wir hier natürlich an. Hier gibt es natürlich wieder keinen Helfer. Braucht man ja auch nicht, ja. Ich meine, muss ja nicht alles durch Helfer ersetzen. Helfer sind natürlich extrem praktisch, aber sie machen auch faul. So, und gerade bei manchen Sachen, wie man es ja schon alles selbst machen. Bedauerlicherweise gibt es immer noch kein Curseplay. Da muss ich sagen, da weine ich. Da weine ich aktuell gerade schon ein bisschen. Weil Curseplay, das ist irgendwie, weiß nicht, Curseplay ist mittlerweile echt so ein Teil der der Landwirtschaftssimulator-Szene einfach geworden. Ja, und bedauerlicherweise ist da noch nichts raus. Schade. Also müssen wir weiterhin noch selbst abfahren. So, jetzt kippen wir hier unser erstes Gras aus. Ich hatte die Karte schon mal angespielt gehabt, ob alles funktioniert und so weiter. Und ich glaube, hier, wo wir jetzt das Gras gerade reinkippen, das müssten die Schafe sein. Wow. Wir haben mit einer Füllung jetzt schon das ganze Ding auf voll gemacht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann können wir den Rest, können wir ja mal auf die andere Seite kippen. Also wo wir jetzt den Rest reinkippen, das müssen normalerweise die Kühe sein. Jetzt schauen wir einfach mal, wir gehen hier auf Tiere, wir kaufen uns ein Schaf, wir kaufen uns noch ein Schaf, aber wir kaufen uns 4 Schafe und wir kaufen uns eine Kuh und wir kaufen uns noch eine Kuh. Wie viel Geld haben wir noch? Okay, ja, wir haben ja noch genug Geld. Also ich würde gern von allen 4 und Hühner, da kaufen wir uns auch noch ein paar, weil je mehr Eier, desto mehr Geld. Machen wir mal. Ach, das ist so lästig, dass ich hier jedes Mal hier ein abklicken kannst. So. Ah, und da laufen die Kühe und hier sind keine Schafe. Ah doch, da hinten ist, Moment, da ist eins. Moment, bin ich verwirrt. Warum ist denn hier? Ich habe doch, da hinten versteckt sich noch eins. Ja gut, Schafe sind halt wesentlich kleiner als Kühe, ne? Ja, also wie gesagt, am Mittwoch wird eventuell nichts kommen. Ach, guck mal hier, hallo Schaf. Das hat sich direkt mal hier reingepflanzt. Ja, ist auch schattig und so weiter, ne? Ich meine, wir sind ja in Skandinavien, ist ja warm. Und ob jetzt dieses Big Tutorial kommt wieder, wie füttert man seine Kühe und so weiter, weiß ich nicht, ob mir das zeitlich einfach reicht. Es könnte sein, dass es reicht. Ich weiß es aber nicht. Ich möchte jetzt einfach nichts versprechen. Also freut euch, wenn es passiert.
Seid aber auch nicht traurig oder mir böse, wenn es nicht passiert. Also wie gesagt, ich habe aktuell sehr viel Stress. Meine Ausbildung geht leider vor. Ich kann es nicht ändern. Aber ich habe vor, definitiv ein Tutorial auch rauszuhauen. So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Jetzt befüllen wir erstmal nochmal das Q-Ding, damit die hier sich nicht benachteiligt fühlen. Damit sie sagen, ja, die Schafe, die haben hier mehr Futter als wir. Und wir werden hier benachteiligt. Dass die hier noch zum Schluss, dass sie zum Schluss hier noch eine Gewerkschaft gründen oder so, die vier Kühe. Ja, da kommen sie nämlich schon. Keine Angst. Hier kommt Nachschub, meine Damen und Herren. Ja. Bei den Kühen, die brauchen irgendwie mehr. Jetzt muss ich aber mal kurz, wo ist er? Hier hinspringen. Weil mein Mähdrescher schon fast wieder voll ist. Wir haben hier Raps, das ist natürlich extrem geil. Ja, wenn wir einen ganzen Hänger Raps abliefern, da kommt natürlich ordentlich Kohle bei rum, ne? Rauszoomen. Wir haben ja hier diese dynamische Befüllung, damit es einigermaßen gleich aussieht. Finde ich cool. Also man hat in der Dynamik her einiges gemacht. Wir haben jetzt... Was haben wir jetzt eigentlich? Oh Gott, ich bin so vergesslich, gell? Das ist unfassbar. Ja, Entschuldigung. Ich hab's heute halt nicht so mit dem Fahren. So, jetzt lasse ich den überholen. Ich hab heute von dir geträumt. So, Raps 80,3%. Mal kurz gucken. Ja, das wollen wir nicht wissen, das wollen wir nicht wissen. Das wollen wir auch nicht, doch hier. Okay. Dann würde ich sagen, wir fahren mit dem hier hoch. Weil wir wollen ja auch langsam mal hier. Das Feld ja auch ready machen. Das gehört uns, ne? Ja, das gehört uns. Das habe ich ja gekauft. So, hier stellen wir wieder einen Helfer ein. Also, ja. So, Grubern kann man immer schön vom Helfer machen lassen. Der kann das besonders gut. Dann machen wir's. Was ist denn jetzt los? Ach. Ja, und schon ist das, was natürlich auch extrem realistisch ist. Nee, das nicht. Und zwar müssen wir das Feld erst fügen. Bin ich natürlich mal kurz am überlegen. In der Garage. Nee, wir gehen hier gleich. Pflüge. Der gehört uns, ne? Der hat eine Breite von 2 Meter, der hat 2,5. 2,5 ist natürlich trotzdem mehr. Der hat 4,5. Benötigte Leistung 225 PS. Wie viel hat der? 143. Ist natürlich blöd. 150, der ist der eigentlich auch schon wieder. Aber den kaufen wir trotzdem. Wir werden jetzt den hier... Garage. Kann man den verkaufen? 7,5 kriegen wir für den noch. Okay, den verkaufen wir. Und kaufen uns einen neuen Flug, und zwar den hier für 22. Der braucht zwar eigentlich einen stärkeren, also 150 PS. Der Traktor hier hat 143 PS, haben wir eben festgestellt. Aber ich glaube, die 6 PS, die macht er einfach mit seiner Schönheit weg. Weil 2,5 Meter ist ein halber Meter mehr als mit einem anderen Flug. Ist natürlich, es ist natürlich ein bisschen lästig, muss ich sagen. Also, da muss ich echt zugeben, das nervt mich ein bisschen. Also, man muss jetzt tatsächlich das Feld pflügen. Also, es ist ja jetzt abgeerntet. Es muss jetzt erst gepflügt werden. Und danach kann es erst gegrubert werden. Also jetzt nicht so wie beim LS13 noch, dass es da einfach mit dem Gruber einmal drüber gehst, beziehungsweise wie wir ja zum Schluss beim LS13 rausgefunden haben, einfach mit der Sämaschine über das abgeerntete Feld drüber. Flugzuglappen.
Yeah, mit einem Rädchen. Nicht wie wir festgestellt haben am NS13 einfach mit der Sämaschine drüber und einfach nur drüber säen, dann passt das schon. Nein, wir müssen hier, vor allem müssen wir hier auch nicht einfach nur grubern. Nein, wir müssen hier pflügen und dann grubern und dann säen. Also das ist hier definitiv nochmal eine ganz andere Hausnummer. Sehr realistisch alles. Ja, aber ich meine, hey, jeder will doch, dass jedes Spiel so realistisch wie möglich ist. Also die meisten zumindest, denke ich. Ich finde es toll. Es hält natürlich, muss man sagen, ein bisschen auf jetzt, ne? Aber allein die Spiegel, dass man da hinten das sieht, ja, das ist alles schön und nett. Und was wäre, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wie blöd wäre es denn, wenn man jetzt hier diese tollen animierten Rückspiegel hat, oder Außenspiegel hat, wo man nach hinten schauen kann. Man hat jetzt an jedem Traktor, der hier drin ist, einen Blinker, der auch wirklich funktioniert und so weiter. Das wäre doch dann echt blöd, wenn dann ausgerechnet wieder hier der Realismus fehlen würde. Man kann einfach drüber säen. Das fände ich persönlich echt schade dann. Und deswegen, auch wenn es leicht lästig ist, aber wenn man natürlich in Realität gehen will, dann sollte das auch so sein. Und dementsprechend sind wir natürlich froh, dass wir jetzt pflügen. So, jetzt klappen wir den hier auf wieder. Fahren hier hin. Und bitte Helfer, genau. Und bitten den Helfer, hier mal zu pflügen. Und wir werden schauen, ob diese 6 PS tatsächlich jetzt was ausmachen. Also er fährt zumindest. Machen wir das Fenster hier oben zu. Er fährt. Mit 7 km/h. Ich meine, da hat mein Helfer, der hier drin sitzt, hat halt wenigstens auch mal was zu gucken. Was ich übrigens noch ansprechen wollte, mich hat ein Zuschauer unter dem Tutorial Forstwirtschaft angeschrieben und der meinte, was für ein Skin ich denn benutzen würde. Da habe ich gefragt, was für ein Skin. Und zwar wäre es bei ihm nicht so, dass wenn ein Helfer eingestellt wird, dass da jemand drin sitzt, den man sieht. Also so wie ihr es hier seht. Ich kann uns so sagen, ich habe keine Ahnung, was da anders ist bei dir, bei ihm. Ich habe hier die ganz normale Standardversion. Also ich habe hier nichts, da habe ich wirklich nichts gemoddet und nichts getan. Ich weiß es wirklich nicht. Und ja, deswegen. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach mal einen Cut. Wir müssen ja nicht die 20 Minuten ausreizen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal zum Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Ciao!